Nein. Ey, da ist eine Tür. Oh, ich hasse euch. Aha, aha. Kanonenfutter, Kanonenfutter. Dreimal Kanonenfutter und zwei starke. Du gehst auf den. Du gehst definitiv auf den. Und haust den erstmal um. Du gehst auf den. Du gehst auf den. Du gehst auf den und zack, zack. Oh ja, das ist mies. Bam. Alter. Da, die, nein, nicht mit, also mit hinterhältiger Angriff. Bam. So. Boom. Boah, er fast tot. Das war knapp. Katzin? Ja. Katzin. Genug. Natürlich. Du hast gewonnen. Ich gebe zu, du bist ein guter Kämpfer. Was willst du? Hat der Garvin gesehen, wo ist sein Anführer? Mein Bruder war in dem Keller, den die Schlitzer vor kurzem im Visier hatten. Ich habe sein Medaillon dort gefunden. Dein Bruder? Der, auf den das Kopfgeld ausgesetzt war? Ja, genau der. Ich muss ihn finden, und da du zu dieser Bande gehörst, wirst du mir alles sagen, was du weißt. Ich würde ja gerne, aber ich bezweifle, dass ich dir viel erzählen kann. Unser Anführer Oris hat sich darum gekümmert. Ich war an dem Abend gar nicht mit dabei. Diese geheimnistuerischen Aufträge sind nichts für mich. Wo ist dieser Oris? Das ist es ja gerade. Wir haben schon seit einer Stunde nichts mehr von ihm gehört. Seit er losgegangen ist, um die Bezahlung einzustreichen. Ich habe gerade erfahren, dass er von den Goldröcken verhaftet wurde. Die Bezahlung von wem? Keine Ahnung. Oris behält die genauen Details in der Regel für sich. Die Goldröcke haben ihn in ihren verdammten Turm gebracht. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn nicht wiedersehen werden. Der Turm der Stadtwache also. So, ich habe deine Fragen beantwortet. Wenn du mich töten willst, dann bring es zu Ende. Das Reich wäre besser ohne ihn dran. Ja, ganz ehrlich. Ja. Tut mir leid. Für jemanden wie dich ist hier kein Platz. Rolor wird dich richten. Naja, war's. Zwischen diesem leeren Keller und Oris, gefangen im Turm der Stadtwache, scheinen die Herausforderungen, die Rolor mir aufbürdet, kein Ende zu nehmen. Hört, vieles spricht dafür, dass der berüchtigte Turm der Stadtwache die Lösung zu euren Problemen birgt. Euer Bruder wird des Vatermordes beschuldigt. Wenn er noch am Leben ist, wird er wahrscheinlich im Verlies gelandet sein. Falls er hingerichtet wurde, befindet sich seine Leiche wahrscheinlich immer noch dort unten, bis sie ihn identifiziert haben. Ihr habt recht. Wir haben keine andere Wahl. Ich muss mir Zutritt zu diesem Turm verschaffen. Ich sollte euch darauf hinweisen, dass es nicht einfach sein wird, dort hineinzukommen. Zivilisten haben keinen Zutritt. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass ihr euch als Soldat der Goldröcke ausgibt. Das erscheint mir riskant, aber es könnte klappen. Was brauche ich, um als einer von ihnen durchzugehen? Eine komplette Uniform. Brustharnisch, Helm, Stiefel, Handschuhe. Und einen Umhang natürlich. Ich glaube, wir könnten alles in der Stadt finden. Sollten sich die Sachen nicht auftreiben lassen, können wir es bei Handwerkern probieren. Aber macht euch darauf gefasst, dass das sicherlich nicht wenig kosten wird. Wir müssen es versuchen. Oh. Oh. Wir müssen jetzt
deines Brustharnichs und deines Helms. Beilers Axt. Wir haben eine Axt erhalten. I. Ein Bärenspeer. Beilers Axt. Eine einhändige Axt, oder? Oh ja, sieht doch ganz gut aus. Handschuhen und Stiefel. Geld. Questseite wurde aktualisiert. Na toll. Ah, okay. Hier geht's gleich wieder raus. Auch cool. Toll. Wir müssen jetzt hier solches Zeug finden. Ich hasse Suchaufträge. Das sind in der Regel die schlimmsten. Worte sind wie der Wind. Tyrion Lannister. Die Händler in der Stadt können uns sicherlich helfen. Vielleicht laufen wir auch einem Mann der Stadtwache über den Weg, der in den Straßen patrouilliert. Es sollte genügend Möglichkeiten in der Stadt geben, um an die Sachen zu gelangen, die wir brauchen. Nein, da geht's einfach weg. Was ist das für ein Typ? Ah, hier jetzt. Wir müssen auf jeden Fall hier aus Flohloch oder wie auch immer dieser Stadtteil heißt, raus. Einfach zu unseren Quests. Ich weiß, dass einige Männer der Stadtwache gerne mal ein Nickerchen während ihrer Runden machen. Und hier ist es ruhig und abgeschieden. Der perfekte Ort, würde ich sagen. So, so, wie es aussieht, hält jemand ein ruhiges Schläfchen an einem Ort, an dem man ihn nicht findet. Wir könnten versuchen, seine Handschuhe und Stiefel zu stehlen, während er schläft. Er hat recht, das könnte funktionieren. Das ist riskant, aber einen Versuch wert. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Bitte? Was? Bei der Flamme. Hey, du! Wie kannst du es wagen, einen Goldrock zu bestehlen? Gib mir das sofort zurück! Niemand bestiehlt Gard. Dafür wirst du bezahlen, du jämmerlicher Wicht. Aber immerhin, er hat nur Leder an. Immerhin. Gott sei Dank. Zack. Oh. Nicht auch irgendwas, wenn der am Boden aufwächst? Ne, das war der andere. Genau. Puh. Hier, die Handschuhe und die Stiefel. Ja, das Risiko kann man mal eingegangen sein. Sehr schön. Was ist das? Oh, nein, da geht's nicht lang. Schön, das erste haben wir. Weil ich will eigentlich kein Geld ausgeben. Das muss eigentlich nicht sein.
ist eine Waffenschmiede. Konstanz. Guten Tag, Milord. Was kann ich für euch tun? Ich brauche jemanden, der mir Teile einer Rüstung schmiedet. Sehr wohl, Milord. Welche Teile braucht ihr denn? Einen Brustharnisch und einen Helm der Stadtwache. Normalerweise mache ich so etwas nicht, Milord. Die Goldröcke haben ihren eigenen Schmied. Ich muss eine Ausrede finden. Ja, ich weiß. Es ist nur so, dass ich meine Rüstung verloren habe und mein Hauptmann mich bestrafen wird, wenn ich ohne sie zurückkomme. Um ehrlich zu sein, würde ich es bevorzugen, wenn dieses Geschäft unter uns bleibt. Natürlich. Das lässt sich einrichten. Aber eine Sonderanfertigung wie diese ist sehr teuer. Das wird euch einen Golddrachen kosten. Allerdings bekommt ihr für diesen Preis einen herausragenden Brustharnisch, um den euch jeder beneiden wird. Er wird vergoldet und edel verziert. Ein Golddrachen, das ist in Ordnung. Sehr gut, wir sind im Geschäft. Hier, bitte, für euch. Ich fertige die Rüstungsteile sofort für euch an. Wird nicht lange dauern. Hier, eure Rüstungsteile, Milord. Einen schönen Tag wünsche ich. Sehr schön. Die Sache mit dem Brustharnisch und dem Helm ist erledigt. Bravos. Ich habe sogar ein paar Artikel aus Meren. So, ein bisschen was haben wir. Wir mussten nur ein wenig Geld für ausgeben. Alter. Wieso leckt es beim Drehen? Und ich will da bitte nicht noch mehr Geld ausgeben. Guten Tag, Milord. Wie kann ich euch behilflich sein? Seid gegrüßt, guter Mann. Ich kam gerade an eurem Laden vorbei und musste die zahlreichen Stoffe bewundern, die ihr anbietet. Es ist immer eine Freude, einen interessierten Menschen kennenzulernen. Ich habe tatsächlich eine große Auswahl. Seide und Spitze aus Myr, Wolle aus Gies und sogar Muster der feinsten Stoffe aus dem Herzen der Sieben Königslande. Ganz Königsmund kauft bei André ein. Das habe ich gehört, deshalb bin ich auch zu euch gekommen. Ah, das hört man gerne. Ihr solltet wissen, Milord, freundliche Kunden wie ihr bekommen bei mir einen Rabatt. Nun, ich bräuchte einen neuen Umhang. Ich verstehe, euer alter Umhang ist also abgenutzt, richtig? Die meisten Umhänge werden von unfähigen Tagelöhnern hergestellt. Leider lässt die Stadtwache ihre Umhänge woanders machen. Ich könnte ihn vielleicht beschwatzen. Nun, ich könnte Ihnen dann die gute Qualität eurer Handwerkskunst zeigen. Das würde beweisen, dass ihr der Beste für diese Arbeit seid. Ihr habt recht. Man muss etwas riskieren, wenn man Erfolg haben möchte. Ich kann euch den Umhang für 12 Hirsche anbieten. Das sind dann nur die Kosten für die Materialien. Ihr würdet mir einen großen Dienst erweisen, wenn ihr ihnen über meine Arbeit berichtet. Nur 12 Hirsche. Dann sind wir also im Geschäft. Danke. Wartet hier. Es wird nicht allzu lang dauern. Richtig. Alles Gute, Milord. Und bis bald, hoffentlich. Gut, wir haben den Umhang. Ich merke übrigens an, dass, 200 Silberhirsche ein Golddrachen ist. Okay. Helm der Goldrück. Wir geben uns einfach mal als Goldrock aus. Wie verbrecherisch sind wir eigentlich? Oh, ich hasse es. Oh. Lux, 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 Lux. Oh. Ich lauf gegen Wände, ich lauf gegen Wände, ich lauf gegen Wände. Da. Jetzt! Jetzt! Oh. Oh, jetzt. Sehr schön. Ich werde euch hier verlassen. Ich kann nicht weiter mitkommen. Ihr seid auf euch alleine gestellt. Seid auf der Hut, wenn ihr da hineingeht. Versucht da drinnen so viele Informationen wie möglich aus den Wachen herauszukitzeln. Während ihr diesen Ort infiltriert, werde ich Lord Halton über den Stand der Dinge aufklären. Ich bin bald zurück.
Ich werde warten, bis ihr wieder hier seid, um sicherzugehen, dass alles gut gegangen ist. Viel Erfolg, Sir Alistair. So, dann gehen wir mal rein. Halt! Zivilisten dürfen dieses Tor nicht passieren. Halt! Zivilisten dürfen dieses Tor nicht passieren. Hä? Ernsthaft jetzt? Uniform der Goldrück. Ah, hier ist es. Quasi. Ah. Okay. Ah, okay, gut. Ich hab's kapiert. Umhang der Goldröcke. Hey, der ist sogar ziemlich cool, der Umhang. Helm der Goldröcke. Stiefel und wo sind die Handschuhe? Da! So. Wir sehen jetzt wie einer der Goldröcke aus.